Θέλω να γίνω παιδί σε τουρκικού κουφέδε. Schönen guten Abend oder vielmehr Kalispera, meine guten Freunde. Etwas Unfassbares ist diese Woche passiert. Die Griechen haben, und zwar gegen die ausdrückliche Anweisung Deutschlands, den linken Tsipras zum Ministerpräsidenten gewählt. Unglaublich! Wissen Sie, was da passiert? Deutschland verliert die Kontrolle über Europa. Ja, die Griechen, die tanzen uns auf der Nase rum, die machen, was sie wollen. Siehst du, wir haben hier plötzlich eine griechische Band. Keine Ahnung, wo die herkommt. Hey Jungs, es reicht! Aufhören! Gibt's doch gar nicht. Die habe ich überhaupt nicht bestellt, aber ich muss sie trotzdem bezahlen. Es ist... Willkommen in der EU. Οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα μονοπόλησαν χθες βράδυ το ενδιαφέρον στο στούντιο σατυρικής εκπομπής της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης. Ja, die Griechen haben die korrupten Parteien, die sie in die Scheiße geritten haben, einfach mal abgewählt. Für ihn hier, den Tsipras, die heiße Schuldenschnitte. Ja. Η νέα πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα θα σημάνει το τέλος των Made in Germany μεταρρυθμίσεων, λένε οι συντελεστές της σατυρικής εκπομπής. Sie hören jetzt auf mit den schönen Reformen, die wir uns für sie ausgedacht haben. Dabei beginnen diese Reformen doch gerade zu wirken. Es gibt zum Beispiel ganz tolle neue griechische Produkte. Hier, jetzt nicht im Heute-Show-Fanshop. Griechenlands erstes eigenes Handy. Das Fetafon. 160 Gramm Hightech-Schafskäse, entwickelt von Griechenlands besten Ingenieuren. Το καυτό ερώτημα για τους Γερμανούς καλείται να απαντήσει το μαντίο των Δελφών. Wann kriegen wir von den Griechen unser Geld zurück? Moment! Griechenland fragen nur gegen Geldopfer. Los, werf Euros in die Flammen. Hopp! Ja! Also, Orakel, wann kriegen wir unser Geld zurück? Am 21. März. Wirklich? Ja, am 21. März 2739.